Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge sind wir so ein bisschen in der Gegend rumgelaufen, haben auch Achilleus gemacht und haben festgestellt, dass er doch ziemlich heftig als Gegner ist. Aber wir haben es immerhin geschafft, da bin ich auch sehr stolz drauf. Und auch darauf, dass es so perfekt fast gepasst hat mit dem Ausweichen, weil eigentlich ist es ja schon so, wenn man den Angriffen sehr gut ausweichen kann, dann ist der Rest nicht mehr ganz so das Problem. Weil ich sag mal, Schaden macht man, denke ich mal, immer irgendwo. Aber wir haben noch eine Prüfung von Hermes erhalten und die wollen wir jetzt heute machen. Mal schauen, was uns da jetzt erwartet. Aber bevor wir da reingehen, schnappen wir uns nochmal schnell die Granatäpfel. So, und dann gehen wir hier rein. So, Ausdauer regeneriert sich ständig. Schließe das Gewölbe ab, ist das Ziel. Oh Gott. Worum geht's denn? Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Ein neuer Gott. Diese Prüfung ist eine Vorschau darauf, was dich in Immortals Phoenix Rising ein neuer Gott erwartet. Ach so. Schließe sie ab, um eine besondere Belohnung zu erhalten, die du in Phoenix neuen Abenteuer einlösen kannst. Verstärkt. Deine Ausrüstung und Fähigkeiten sind für diese Prüfung voreingestellt. Spüre Phoenix große Macht und den Rest durfte ich jetzt nicht mehr machen. Keine Ahnung. Ja, warum ich meinen Begleiter jetzt nicht benutzen darf, weiß ich nicht. Wow. Was ist das? Okay. Das ist wahrscheinlich ein besonderer Angriff, nehme ich mal an. Okay. Oh Gott, irgendwie habe ich jetzt ganz, ganz böse Befürchtungen. Ich meine, zeitlich ist es mir jetzt total egal, weil wir wollen ja erstmal gucken, was da eigentlich auf uns zukommt. Ich denke mal, da hinten müssen wir hinfliegen, oder? Müssen wir die da mitnehmen? Nee, da bin ich nicht hoch genug für. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ob das jetzt irgendwelche Zusatzsachen waren, die man kriegen konnte. Und nu? Was bist du denn für einer? Kann man denn dir hochklettern irgendwie? Hallo? Gibt es hier noch einen anderen Weg? Scheinbar nicht. Aber rein theoretisch ist es okay, wenn ich hier lande, gehe ich mal von aus. Nur da komme ich nicht hin. Was ist denn das? Das unten. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe jetzt eher gedacht, keine Ahnung. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren, aber dass das jetzt damit zu tun hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber da werde ich doch jetzt gebrutzelt, wenn ich da rankomme, oder? Okay, auf jeden Fall kriege ich hier noch einen Schlag ab, wenn ich da durchgehe, aber sterben muss ich dann zum Glück nicht. Okay, da bin ich direkt durchgeflogen, trotzdem konnte ich es nicht nehmen. Das war jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Oh, scheint verbuggt zu sein oder so, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass die mich jetzt hochtragen hier. Okay, also das kann man anscheinend nur mit festem Boden unter den Füßen machen, das eine. Aber das ist trotzdem scheiße, warum ich da nicht rüberkomme. Okay, das kann man definitiv nicht erreichen irgendwie, keine Ahnung. Ja.
Ich muss zugeben, es macht mir gerade jetzt nicht so wirklich Spaß. Wieso hüpft die nicht in dem Moment? Wieso komme ich jetzt da nicht mehr hoch? Oder liegt das wirklich an der Dauer, wie lange ich hier... Ah, jetzt. Hallo. Den kann ich jetzt auch nicht mehr nehmen, oder was? Hä? Was ist denn das? So, aber das ist jetzt doof. Wenn ich damit nicht rüberkomme, gibt es auch keinen Punkt, wo ich irgendwie besser reinfliegen könnte oder so, ne? Naja, da komme ich aber auch nicht höher. Oder das ist wieder dieses Problem, dass ich nach oben gucken muss und dann fliegen muss. Keine Ahnung. Ich warte, bis ich ganz oben bin. Aber es funktioniert irgendwie nicht. Müssen wir das Ganze halt 20 Mal neu machen, wenn es nicht funktioniert, ne? Eigentlich habe ich nicht die Zeit dafür, bin ich jetzt gerade ganz ehrlich, weil ich nur noch ein paar Folgen im Voraus aufnehmen wollte. Aber, ja, wenn wir jetzt an so eine nervige Stelle kommen, dann ist das jetzt halt so. Wieso macht die das nicht immer gleich? Und dann geht's auf einmal wieder. Das ist irgendwie, naja. Ich weiß auch nicht, warum, wieso, weshalb. Da hat es jetzt gar nicht gemacht. Hallo. Gibt's auch keinen Trick irgendwie woanders oder so, ne? Da das ja nicht so wirklich funktioniert. Genau, bleib bloß nicht dabei, die Flügel auszustrecken. Das hast du wieder ganz toll gemacht, Mädel. Also ich bin ganz ehrlich, das sind da so die Dinger, wenn man so überhaupt nicht wirklich sehen kann, woran das jetzt liegt. Ja, wie soll ich das sagen? Bin ich doch ziemlich schnell genervt. Bin ich auch ganz ehrlich, weil mir macht ein Spiel in dem Sinne Spaß, wenn ich herausgefordert werde auch, klar. Aber natürlich nicht, wenn ich an irgendeiner blöden Stelle hänge. Und da ist es mir egal, ob ich da schon 30 Versuche hinter mir habe oder ob ich da jetzt erstmal 5-mal versucht habe. Es gibt so Stellen, die einen wirklich einfach nur nerven. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist jetzt so eine davon für mich. Ich habe hier anscheinend auch andere Tränke oder darf ich hier nur 5 mitnehmen? Das ist jetzt auch noch so die Frage. Aber da meine Gesundheit sowieso fast am Ende ist, kann ich das wahrscheinlich eh nicht beliebig oft versuchen. Von daher... Hallo, geht das mal nach oben? Nee. Also es muss irgendeinen anderen Trick geben. Anders kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Ich habe jetzt komplett nach oben geschaut. Ich hab jetzt alles ausprobiert, aber... Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Tja. Ich will jetzt auch nicht direkt aufgeben, weil ich möchte natürlich auch, dass ihr was seht. Ich werde es jetzt noch, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten probieren. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass es nicht funktionieren wird. Aber ich werde es jetzt noch eine Weile probieren, werde das Ganze offline machen, damit ihr nicht immer die gleichen Versuche seht.
und schalt euch dann gleich nochmal hinzu. So, ihr Lieben, ich habe eine Sache jetzt festgestellt und ich hoffe, ich kriege das nochmal hin. Ich konnte nämlich eben... Ja, jetzt funktioniert es auch, aber... Okay, so geht's auch. Ich konnte nämlich jetzt doch in der Luft die Dinger machen. Ich habe da jetzt mal ein bisschen mit rumgespielt eben und ich hoffe inständig, dass ich das jetzt endlich mal hinkriege, da durchzukommen. Weil das kann ja irgendwie sonst nicht sein. So. Ich habe keine Ahnung, wodurch das dann eigentlich von den Kosten her bezahlt wird. Dann kommt man hier nämlich auch durch, ohne dass man überhaupt gestochen wird. Das ist auch schon mal schön. Also sprich, ohne dass man verletzt wird. So, jetzt kommt meine Hassstelle. Wünscht mir Glück, dass ich das jetzt schaffe. Ich krieg sonst wirklich die Krise. Hallo? Yes! Oh Gott. Okay, was kommt jetzt? Müssen wir irgendwas einsammeln? Oh. Nein, wir müssen nichts einsammeln, es kommen Gegner. Na, komm schon. Ich wollte eigentlich nicht so mittig machen. War jetzt sehr schön ausgewichen, auch wenn er jetzt die Null Effekt hatte. Okay, perfekt. Hat sich gesehen. Muss ich die nicht komplett töten? So. Meine ich doch. Sah jetzt gerade so komisch aus, die lagen da. Ich dachte, okay, die sind jetzt besiegt, ne? Ja, die Dinger kann man wie immer nicht einsammeln. Ich weiß nicht, manchmal kann man sie einsammeln, manchmal nicht. Keine Ahnung. Das ist... Ne? Ich weiß jetzt nicht, was das gerade war. Da... Ach du Scheiße, okay. Ich wollte gerade noch sagen, da müssen wir wieder hoch, aber das ist nicht ganz so einfach, so wie es aussieht. Ach du Scheiße. Hallo? Wo muss ich denn hin? Wieso gleitet die nicht? Jetzt. Nein! Ach komm, ey. Jetzt kommt wieder die nächste beschissene Stelle, die nicht funktioniert. Oh, ich könnte kotzen. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf dieses DLC, ehrlich. Ich meine, warum müssen die das immer so machen, dass es Normalsterblich überhaupt nicht mehr schaffen? Oder 10.000 Versuche benötigen oder so. Das ist ja auch ätzend. Das will ja auch keiner. So. Wo müssen wir denn hin? Scheiße. Okay. Da hoch, dann nach links wahrscheinlich.
Seh nichts. Hallo. Leute. Tragt mich doch mal hoch. Boah. Also ganz ehrlich, ich bekämpfe lieber irgendwelche sauschweren Gegner, als so einen Scheiß zu machen. Oh, ich glaube, das werde ich jetzt nochmal machen müssen, oder? Ich werde wahrscheinlich jetzt auch von Stück zu Stück immer schwerer. Oder auch nicht. Kommen da noch mehr? Nö. Es waren jetzt nur noch zwei Stück. Okay. War hier noch irgendwas? Nee, nur zum Heilen. Okay. So, das schnell aktivieren. So, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ich denke mal, dass ich da irgendwie rüber muss. Da hinten ist, glaube ich, auch noch was. Und ich hoffe, dass ich hier durchkomme. Ja, okay, perfekt. Oh. Nein, 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 nein. Geh wieder hoch. Nein! Oh! Hier ist noch was. Oh, scheiße. Oh! Nein, was machst du? Bin jetzt aber richtig rumgeflogen, oder? Okay, da muss ich anscheinend durch. Kann man das benutzen? Anscheinend ja. Oh. Nein. Ich will gleiten. Hallo. Nein. Komm schon. Oh, wieso hat die jetzt ein paar Mal geschlagen, obwohl ich auf Gleiten gedrückt habe? Was soll das? Nein, jetzt sag mir bitte nicht. Ah, nee, das war nicht wieder ganz von. Oh, ich dachte gerade schon. Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt geholfen hat, aber. Komm, komm, hoch, hoch. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hin muss. Ach, erstmal hier zwischenlanden. Moment. Scheiße, ich glaube, ich bin etwas vom Weg abgekommen. Vielleicht muss ich auch hier hin, keine Ahnung. Oh, nein, geh da drauf. Oh, Mann. Oh Gott, wie soll ich denn da hochkommen? Scheiße. Oh Gott. Nein! Geh da hoch! Was macht die denn? Wieso geht die nicht höher? Och, was war das denn jetzt für ein Schwachsinn? Wieso kommt man denn nicht höher, obwohl man neben dem Ding ist? Ja, toll. Jetzt gar nicht diese ganze Kinderkacke hier nochmal von vorne machen. Super. Ach, das ist was ich an diesem Spiel wirklich richtig hasse. Dass man dann immer alles wieder von vorne machen muss. Und die dann nicht wenigstens an... Also ich meine, sie speichern ja an speziellen... Gebieten, aber halt nicht so, wie man es eigentlich sollte. Also wie es jetzt am besten halt für den Spieler wäre. So. Ja.
Wie gesagt, ich bin etwas genervt. Ich denke mal, dass ich da wahrscheinlich auch besser rüberkomme, wenn ich da auf die andere Seite gehe. Aber ob ich da jetzt besser hinkomme, das ist natürlich die andere Frage. Wenn ich da jetzt... Boah, ich sehe nichts mit dem Gestrüpp hier. Wenn ich da... Ah, ich weiß nicht, ob ich da besser hochkomme. Und dann da hoch. Ich könnte es mal eben versuchen. So. Oh, warum kann man hier nicht speichern? Ihr seid doch echt... Boah. Nein! Oh. So. So. Komm schon. Oh, danke. Okay, vielleicht ist es auch gewollt, dass man eigentlich so rum hochkommt. Das kann natürlich auch sein. Ja, das ist das Ende. Endlich. Oh Gott, die Zeit ist mir sowas von scheißegal. Aber ich kenne die Fähigkeiten nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was man damit machen kann. Aber ich muss sagen, ich meine, man konnte die hier nämlich auch schon kaufen, diese Fähigkeit. Die finde ich gar nicht mal so schlecht. Gerade wenn man irgendwo Verliese macht. Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, finde ich es gar nicht so schlecht. Nee, erneut versuchen nicht. Warum sollte ich das machen? Ich habe es ja geschafft. Und es ist mir scheißegal, dass ich das mit Bronze gerade geschafft habe. Ich kann gar nicht mehr reden. Meine Stimme überschlägt sich ja schon total. Nö. Abbrechen will ich sie nicht. Ich will sie einfach nur abschließen, weil ich fertig bin. So, damit haben wir das jetzt auch abgeschlossen. Das war's jetzt. Ich dachte, Hermes kommt wenigstens persönlich nochmal eben vorbei oder so. Ah, eine weiße Adamantscherbe haben wir bekommen. Du hast reine Adamantscherben behalten, erhalten. Musst du dich... Ach so, okay. Wenn ich damit irgendwas anfangen möchte, dann muss ich das DLC kaufen. Ja, habe ich nicht, aber ich habe den Season Pass, also brauche ich mir das ja gar nicht zu kaufen. Ha, ich bin ja auch so doof. Ja, dann würde ich mal sagen, nach ja, Schweiß und Tränen gerade. Ich habe es einfach nicht gepeilt. Ich habe es einfach nicht gewusst. Ich werde mal gucken, wenn wir wieder genug... ich weiß gar nicht mehr, was wir dafür brauchen für die Götter. Ich glaube, diese Kronos... keine Ahnung, also diese Münzen. Ich schätze mal, da ist das drin gewesen. Da werde ich, ja, muss da drin gewesen sein, weil der Phönix nämlich auch da drin war, glaube ich. Dann werde ich da definitiv nochmal gucken und denke, dass ich dann darauf sparen werde, mir das zu holen. Weil gerade in Verliesen, muss ich sagen, ist das gar nicht mal so schlecht. Ich kannte es vorher nicht. Auch das mit dem Schild ist gar nicht so schlecht. Aber gut, das mit dem Schild müssen wir jetzt im Moment noch nicht haben, finde ich. Weil, ja, bisher kam er eigentlich immer überall recht gut durch. Aber gerade an so Gegenden, wo wir sagen, oh scheiße, da hätte mir nur noch so ein Stückchen gefehlt. Da ist das doch ziemlich gut, finde ich. Also da bin ich begeistert, da ich das zumindest mal ausprobieren durfte. Und werde auf jeden Fall schauen, dass ich die Sachen dann auch freischalten kann, damit ich die selber nutzen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es tut mir leid, dass diese Folge irgendwie so chaotisch gewesen ist heute. Aber ich habe es, wie gesagt, einfach nicht gepeilt, weil ich auch überhaupt nicht wusste, was das für eine Kraft ist. Und habe immer gedacht, ich kann es nur machen, wenn ich wirklich auf dem Boden stehe. Und ja, bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, dass der Hermes nirgendwo ist. Dass er mir nur eine Herausforderung hingeklatscht hat und jetzt nicht wenigstens mal hier auftaucht und mich beglückwünscht oder irgendwas. Aber naja. In der nächsten Folge werden wir dann weitermachen. Ich denke mal, toller Satzbau, ich denke mal mit dem nächsten Bereich. Da ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo jetzt noch die vierte Bestie sein soll. Ich kann hier die Gegend mal ein bisschen erkunden. Vielleicht finde ich sie noch. Wenn ich sie finden sollte, schalte ich euch natürlich hinzu und werde das dann in der nächsten Folge mit euch zusammen machen. Ich könnte hier auch nochmal hin, nur ich befürchte irgendwie, dass das
mit den Toren des Tartaros zu tun hat. Deswegen will ich das erstmal ein bisschen aufschieben. Ich sehe übrigens gerade, hier unten ist auch noch eine. Ach, da ist die Quest für die Familie. In ein Land, das diesen nicht unähnlich ist, hat sich ein anderer Held gegen die Dunkelheit gestellt. All seine Taten widmete einer Person, seiner Mutter. Nur die auf der anderen Seite können seine Geschichte erzählen. Ah, okay. Ich weiß nicht, was das dritte ist. Aber das vierte sind, glaube ich, jetzt wieder diese Münzen. Oder sind die anderen Münzen? Da werden wir auf jeden Fall auch noch mal reinschauen. Ich würde sagen, dass wir das als nächstes machen, weil die nämlich abläuft. Und uns dann auch darum kümmern, ja, hier nochmal eine vierte Bestie zu finden. Ich weiß ja, hier unten war ja einer. Ich glaube, da war der Minotaurus in der Ecke. Und zwei andere haben wir ja auch schon erledigt. Ich weiß nicht, ob die hier in diesem Gebiet sein müssen oder ob das generell nur welche sein müssen. Aber hier haben wir ja schon alles durchgeguckt. Da dürfte eigentlich nichts mehr sein. Was mich aber dazu bringt, dass wir die hier auch nochmal machen sollten. Weil die hatten wir ja nicht gemacht, weil wir da noch zu schwach für waren. Also wir haben noch einiges vor. Und wenn wir diese Sachen dann hier erledigt haben, dann werden wir uns als nächstes, würde ich sagen, hier in die Höhle des Krieges begeben. Dass wir uns dann um Ares kümmern können. Aber wie gesagt, wir haben noch mindestens ja, ein, zwei Folgen vor uns, wo wir hier diesen Bereich dann nochmal erledigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.